natürlich denke ich dann, wenn der Schiedsrichter, im Endeffekt hat es natürlich der Schiedsrichter entschieden, weil das ein klarer Elfmeter war, aber ja, er hat es dann nicht gegeben, dann können wir jetzt noch zwei Stunden drüber sprechen, es wird nicht ändern. Er hat einen Fehler gemacht, beide Mannschaften haben auch genügend Fehler gemacht über die 90 Minuten und deswegen geht es trotzdem in Ordnung, das 1:1. Ja, weil ich habe die Fernsehbilder gesehen und Raphael Bore tritt auf und der Torhüter berührt ihn am Fuß. Das ist auch ursächlich, dass er das Gleichgewicht verliert und stürzt und dann ist ein Foul und Foul im 16er ist meines Wissens Elfmeter. Nein, ich finde, dass wir in der Defensive Probleme haben. Hat man auch heute gesehen, dass wir erste Tor ist ja, ja, hat ja nicht viel mit Bundesliga-Fußball im Verteidigen zu tun, außen der Flanke und innen auch. Und wir hatten auch Probleme bei jedem langen Ball. Und ja, wir mussten auch, ich glaube, ich weiß nicht, es war jetzt unser viertes Pflichtspiel, wir müssen jedes Mal in unserer Kette wechseln, aufgrund von Verletzungen heute oder aufgrund von Krämpfen oder irgendwelchen anderen Geschichten. Und ja, und damit sind wir natürlich nicht zufrieden und deswegen müssen wir uns in unserem Defensivverhalten einfach deutlich steigern.